Hadi Schatz? Hadi Schatz, guck, Hilfe! Wo willst du denn hin? Bist du verrückt? Guck mal, was wir hier haben. Krasser Stoff Merchandising GmbH Berlin. Hä, wie, die sind aus Berlin. Aber was ist denn? Willst du zurück? Dein Fuß. Dein Fuß. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Ein kleines Unboxing oder ein kleines Runderspringing. Wir haben was bestellt. Warum sagst du immer wir? Die wichtigste Frage der Nation. Und deswegen machen wir jetzt dieses Paket auf, denn es ist das zweite Mal, dass ich was bei Krasser Stoff in Berlin bestellt habe. Berlin und Stoff, da werden einige hellhörig, ne? Das ist aber ein Merchandise und Ticket. Vertrieb, da habe ich schon mal was bestellt von einer Band, da habe ich auch schon mal Karten hergehabt für eine Band, habe schon mal gezeigt, wie ich das erste offizielle Album gekauft habe, wie ich dann lange mit mir gehadert habe, ob ich das zweite Album kaufe. Jetzt ist es soweit, denn diese Band hat mich total überzeugt und macht mir immer gute Laune. Und weil ich mir ja sonst nichts gönne, habe ich gedacht, ich gönne mir diese Band ein zweites Mal. Leider klappt es nicht mit dem Live-Konzert in München dieses Jahr. Hannes hatte zwar dann Tickets besorgt, aber durch private Umstände können wir da leider nicht hinfahren. Das ist total traurig. Jetzt habe ich den ganzen Karton kaputt gemacht. Wie geht das denn auf, Mann? Es handelt sich hierbei natürlich um die Band Menas Moos, wer die kennt. Wir haben uns das letzte Album besorgt, das habe ich immer im Auto gehört. Dann war das Auto kaputt, ich habe ein anderes Auto geholt und das hat leider nur ein Kassettendeck. Und du kannst das Autoradio nicht einfach so austauschen und habe ich gedacht, scheiße, wenn das neue Album kommt, werde ich mir nicht holen, ich kann es eh nicht hören. Ich höre Musik wirklich nur beim Autofahren. Und naja, bin jetzt auf MDR Thüringen angewiesen oder so oder Antenne Thüringen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, du unterstützt die ja gerne, deswegen, auch wenn du es gar nicht hören kannst, unterstützt die halt mal. Da habe ich mir das Menas Moos Sexy CD und Shirt Paket bestellt. Eigentlich wollte ich erst das große mit der Bonus CD, wo auch noch ein Pullover dabei ist und das Shirt und noch alles andere, aber ich fand das Design von dem Pullover nicht schön. Das muss ich leider so sagen, das fand ich nicht schön, deswegen habe ich mir was anderes bestellt. Zwar einfach das T-Shirt mit der CD. Jetzt war ich so spät aber dran. Es gab im Prinzip nur noch M und 2XL. Alles andere war sozusagen ausverkauft. Habe aber jetzt noch einmal hier so ein wunderschönes weißes Menas Moos T-Shirt vom Kahn Kiosk. Denn ich habe schon einen Pullover, der ist auch weiß, Kahn Kiosk. Den habe ich auch immer getragen auf der Tour. Und hier seht ihr nochmal Kahn Kiosk. Rückendruck, richtig genial, was man eh nicht sieht, wenn ich immer einen Rucksack auf habe. Aber Kahn-Kiosk, viele verschiedene Biersorten, alle SIM-Karten, kalte Getränke, Menas Moos, Coffee to go, Tabakwaren, Süßwaren, Eis, 24 Stunden geöffnet. Finde ich immer noch richtig genial, das Design gefällt mir, die Farben gefallen mir. Das müsste ich jetzt eigentlich mal anziehen und mal gucken, wie das aussieht, wenn wir das anhaben, ja? Hadi Schatz, guck nicht so, ich war auch erschrocken. Ach so, du meinst gar nicht wegen dem Fenster, sondern wegen mir? Na, warte du, der Adi disst mich schon wieder. Und guckt euch das an, dieses weiße Menas Moos Shirt, da passt sogar noch ein zweiter Ramses mit rein. Das heißt, ich kann noch mehr zunehmen, das ist richtig brutal. Guckt den Rücken an, guckt den Rücken an. Und hier noch die CD, Menas Moos. Ich bin schon total außer Atem, ne? Weil ich mich so freue. Jetzt machen wir das mal hier auf. Denn da müsste das Album Sexy drin sein. Und hier ist es auch. Das Album Sexy von Menas Moos, was ich wohl nicht hören kann. Wieder mal mit einem sehr ausgefallenen Cover. Bei dem letzten, da haben die schon eine Familie dargestellt, was sehr komisch aussah und gewirkt hat. Jetzt ist die Familie zurück, könnte man sagen, mit dem kleinen Hannes als Sohn, ne? Mit, naja, ihr seht, die Mutter und die Tochter und der Vater, alles wie gewohnt. Sexy Menas Moos. Zwei Idioten mit dem Wickhühler. W. Rap-Superstar. Milliardär featuring Money Boy. Nein, warum? Milky Way featuring Karate Andy.
Gut, ich glaube, der ist dope. Geldregen, Halt dein Maul, featuring Nico K.I.Z. Bin kein K.I.Z.-Fan, sorry. Sexy, Nie wieder Menas Moos, Bier, Jeden Tag frei, Was los und 20 cm, das heißt 13 Tracks auf dieser CD. Jetzt wollen wir das eigentlich aber auch nochmal aufmachen und reingucken. Das ist nämlich wieder so eine Papp-CD. Ja, wie macht man das auf, ohne es komplett zu zerstören? Man nimmt natürlich die Schere und reißt einfach einmal komplett über das Cover drüber. So ganz vorsichtig. Wieso mache ich es nicht wie Adlerson und mache einfach nur CD-Unboxings? Ich muss sie ja nicht hören, ich muss sie einfach nur auspacken und zeigen. Jetzt haben wir hier schön glänzende Pappe, ne? Wunderbar. Ihr macht das jetzt einmal auf. Ihr habt hier die CD drin, da ist auch ein Hund drauf. Auf der CD ist also auch tierfreundliche Musik. Dann nehmen wir das hier ab, sehen nochmal die Visagen. Sieht aus wie beim Texas Chainsaw Massacre in der ersten Version. Also total, ranzig, aber interessant, strange. Alle Wörter, die ihr haben könnt, könnt ihr hier nehmen, um das zu beschreiben. Dann nehmen wir das hier raus, seht ihr auch das alte Auto. Und haben jetzt hier im Prinzip noch wie ein Booklet. Da können wir auch nochmal durch. Ein Tipp, wenn du in der Öffentlichkeit neugierigen Blicken und Getuschel ausgesetzt bist, ist einfach die Beine in die Hand nehmen und schneller laufen. Manchmal erdrücken einen die Probleme der Welt. Mach dir dann einfach immer klar, dass du ja derjenige bist, die auf der Welt steht. Ich bin doch aber... Ach, scheiße, Mann. Kinder sind bekanntlich die Zukunft der Erde, aber Alte sind dadurch nicht zwangsläufig die Vergangenheit, sondern tatsächlich die gereifte Zukunft bereits verstorbener Menschen. Das ist also auch hohe Kunst, ne, die hier drin steht. Hier seht ihr auch nochmal Vater und Mutter, ne, wie die hier ihre Brüste durch das Auto und der krapscht daran. Es sind auch schöne Bilder dabei. Dann gehen wir hier nochmal weiter, dann seht ihr nochmal die Fresse. Das ist wunderbar. Dann seht ihr nochmal hier, völlig emotional. Und dann haben wir noch, ob ein Glas halb voll oder halb leer angesehen wird, ist vollkommen egal, solange es keine Information über den Inhalt gibt. Neid ist ein gefährliches Gift, grenzenlose Offenheit und überschwängliche Freude sind das Gegenmittel. Und dann haben wir die letzte Seite, sieht man nochmal hier. Tja. Hier wird der Spiegel gelesen, so sieht also der Spiegelleser aus. Nicht nur der Spiegeltrinker, auch der Spiegelleser. Nachdenkliche Sprüche von Lars Kolbe. Recording Mix Master Chaos at Studio, produziert von DJ Spermafigger, Menas Moos, Paul Mond, Milky Way, Fotos von Benji, Artwork von Calentura. Also, wieder richtig schön. Booklet werde ich wahrscheinlich nie wiedersehen. Bin mal gespannt, ob ich meine andere CD wiederfinde. Seitdem das Auto weg ist, ist gefühlt die CD auch weg. Und was wir hier wieder für ein schönes musikalisches Meisterwerk kredenzen können. Sonst war es das jetzt von meiner Seite aus. Seid ihr auch Menas Moos Fans? Habt ihr euch das sexy Album gegönnt? Habt ihr das Album davor euch gegönnt? Weiß ich schon gar nicht mehr, wie es heißt. Aber irgendwo liegt es rum, auch in einem Pappschuber. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses, das ist die Klorolle.